Wir benutzen mal den sterbenden Schwan. So, und hier brauchen wir jetzt unsere Lampe. Können wir nämlich leuchten. Und gleichzeitig Sachen benutzen. Wow, was für eine liebevolle Nachahmung von Evelyn Morrisons Klassiker Die Rache des Kiemenkerls. Du solltest wirklich öfter ausgehen, Sam. Können die Dinger aufscheuchen? Das ist ein Sicherungskasten. Max liebt solche romantischen Augenblicke. Ja, die Sicherungskasten lassen wir mal. Gott sei Dank reagieren unsere heutigen Führer etwas zurückhaltender auf konträre Meinungen. Max liebt solche romantischen Augenblicke. Ja, fahren wir einmal durch. Das ist Max. Das ist Max. Um euch die Show zu zeigen. Also, das hat Spaß gemacht. Igitt, ich glaube, ich habe eine Schwanenallergie. Ja, nur dass der Schwan nicht echt ist. Willst du noch eine Runde im Tunnel der Liebe drehen? Warum nicht? Ja, einfach um euch mal die schönen Sachen nochmal zeigen zu können. Das ist Max. Popcorn, her damit! Auf keinen Fall, Max. Sieh nur, was sie mit dieser Ratte gemacht haben. Würde es geschmacklos sein, die Schlange anzufeuern? Würde es geschmacklos sein, die Schlange anzufeuern? Hey, das ist der alte Mr. McReady, der Reinigungsmann. Ich glaube, wir können ihn von der Liste der Verdächtigen streichen. Ja. Der Sicherungskasten ist jetzt eigentlich wichtig. Für den brauchen wir allerdings... Das ist mein kleiner Kumpel. Max? Das scheint eine gute Idee zu sein. Ich hätte nur viel früher darauf kommen sollen. Ja. Diese beiden Dinge kann ich nicht zusammen benutzen. Das heißt, wir drehen noch eine Runde. Wir können halt immer die Fledermäuse aufsprechen. Diese Fahrt macht mir immer noch Spaß. Ich glaube, wir müssen dort drinnen eine Aufgabe erledigen, Sam. Ja, das probieren wir jetzt mal. Ich wollte eigentlich erst beim zweiten Mal hinkriegen. Lass uns den Tunnel der Liebe noch einmal durchfahren. Wenn du darauf bestehst. Ja, Max hat langsam die Nase voll von diesem Tunnel. Würde es geschmacklos sein, die Schlange anzufeuern? Würde es geschmacklos sein, die Schlange anzufeuern? Es ist eine kleine... Komm, ich brauche das Licht. Hallo, Inventar. Jetzt brauche ich's. Hä? Hat das funktioniert? Okay, jetzt veralbert mich das Spiel gerade. Erstmal Sam, Max wieder hier oben hin. Ich bin jetzt total verwirrt. Gut. Es beginnt mich zu frustrieren. Ich weiß, dass da drin etwas sein muss. Ja, ist es auch. Ich bin gerade nur zu doof, es zu benutzen. Lass uns den Tunnel der Liebe noch einmal durchfahren. Wenn du darauf bestehst. Also ich weiß, was man tun muss. Die Umsetzung ist das Problem.
So, diesmal sollte es klappen. Scheint eine gute Idee zu sein. Vielleicht sollte ich sie ausprobieren, wenn ich näher am Sicherungskasten bin. So, gleich, jetzt. Hm. Jetzt klappt es. Das ist Max. Max liebt solche romantischen Augenblicke. Komm da runter, Max. Warum? Schau dir das mal an. Ich werde mich nie wieder rasieren. Ich liebe diese Szene. Das hast du noch nie getan. Ja. Vor allem der Kommentar, ich werde mich nie wieder rasieren. Welchen Bart bitte? Wer bist du? Ich bin Dirk, der Maulwurfmann. Wer seid ihr? Ich bin Sam, er ist Max. Wir bekämpfen das Verbrechen. Und wir lieben lange Spaziergänge am Strand. Was wollt ihr von mir? Was ist denn da? Kleine Boy-Blue-Blobs. Gebe ich ihnen aus so viel Zucker, die hat mich stundenlang auf Trab. Was ist denn da? Kleine Boy-Blue-Blobs. Gebe ich ihnen aus so viel Zucker, die hat mich stundenlang auf Trab. Was zum Teufel bist du überhaupt? Ich bin ein Maulwurfmann. Denk dir deinen Teil. Ich glaube, er ist ein Maulwurfmann, Sam. Ich glaube auch, er ist ein Maulwurfmann. Weißt du, zu viel Fernsehen ist super schlecht für die Augen. Warum erzählen matschige, schwammige, konturlose immer alle das Gleiche? Schon in Ordnung. Ja, also seine Augen sind schlecht, wenn man die Anspielung verstanden hat. Hast du irgendetwas von Bruno dem Yeti gehört? Bruno der Yeti? Also da könnte ich Geschichten erzählen. Verbiet es ihm, Sam. Er will uns eine Geschichte erzählen. Ich traf Bruno das erste Mal vor 25 Jahren in Saigon. Unzählige Stunden später. Und dann war da noch die Zeit, als wir alle unsere Steuererklärung von einem Schnabeltier ausfüllten. Halt's Maul! Um Gottes Willen, halt einfach deine Klappe! Schau, wir wollen wirklich nur wissen, wo Bruno sich jetzt aufhält. Puh, ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Vielleicht solltet ihr mit meinem Onkel sprechen. Dein Onkel? Ja, mein Onkel, Shavul. Yetis sind quasi ein Hobby von ihm. Als sie noch ein Kind war, hat er mir Geschichten über riesige Yeti-Partys erzählt, wo die Yeti aus aller Welt zusammentrafen und ihre Yeti-Tänze aufführten und... Das ist schrecklich interessant, Junge. Wo finden wir deinen Onkel? Keine Ahnung. Er verschwand von der Bildfläche kurze Zeit, nachdem er mitgeholfen hatte, das größte Wolkdoll der Welt zu bauen. Ich fang gleich an zu weinen. Seht, ihr zwei seht vertrauenswürdig aus. Oh, da sind wir. Ja, du kannst uns so weit trauen, wie wir dich schmeißen können. Und wenn ihr mir meine Lieblings-Pikenus-Pralinen bringt, dann werde ich euch die Schlüssel zu Trixis Wohnwagen geben. Außerdem erzähle ich euch dann auch das Geheimnis, wie Bruno verschwinden konnte. Warum erzählst du es uns nicht jetzt sofort? Weil ich hungrig bin. Gut. Gucken wir mal. Ich glaube, das wäre dann erstmal alles. Sauber. Ihr findet den Weg nach draußen ja wohl selber wieder. Ja, hier gibt es nicht viel zu angucken, außer ihn selber. Stubenus Hockerus in seiner natürlichen Umgebung. Ja, der Stubenhocker in seiner natürlichen Umgebung. Gut. Ich glaube, jemand muss erst einen Hebel umlegen, damit es wieder läuft. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Gott sei Dank reagieren unsere heutigen Führer etwas zurückhaltender auf konträre Meinungen.
Es ist eine kleine Taschenlampe mit einer Schwarzlichtbirne. Ja, sie geht nicht mehr. Ach so, ja, stimmt, hier war der Hebel. Okay, das sollte ihn wieder in Gang gesetzt haben. So, das heißt, wir müssen Lieblingspralinen kaufen, können auch noch ein paar andere Dinge dabei erledigen. Nicht hier. Hier bin ich raus, so. Können ihn noch befragen zu Bruno. Hey, Flambierer. Ja? Tut das nicht weh? Ganz schön. Ich glaube, es gibt dabei einen Trick. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht herausgefunden. Deine Dummheit gibt all denen Hoffnung, die sich wie ich am unteren Ende der Nahrungskette befinden. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, die Fragen. Zeigen Sie uns mal etwas Nettes. Sicher. Noch was anderes? Ich wette, Sie schaffen es nicht, die Flammen bis über das Zelt zu speien. Sieh gut hin, Waldi. Sonst noch was? Nee. Gut. Nee. Könnten Sie bitte ein Hemd anziehen? Nein. Sonst noch was? Sind Sie sicher, dass Sie nichts über Conroy Bumpus wissen? Er ist ein Country-Sänger, nicht wahr? Tut mir leid, ich weiß nicht viel über ihn. Ich bin eher ein Mambo-Fan. Mambo Number Sonst five. Noch was? Haben Sie mit Bruno gesprochen, bevor er flüchtete? Wie hätte ich das machen sollen? Er saß in einem Eisblock. Ja. Was wissen Sie über Trixie? Absolut nichts. Wir haben nie miteinander geredet. Niemals. Okay, klingt ja gar nicht verdächtig. Nee. Gut. Das heißt, wir können erstmal wieder gehen. So, wir haben die Fischwelt und das größte Wollknäuel noch im Angebot. Und unsere Homebase. Aber jetzt klappern wir erstmal die drei Burger-Lokale ab. Auch wenn Max auf einmal ein Geweih wachsen würde, wäre er nicht so hässlich. Ja, Dame Wolpertinger. Gut, der Becher, den brauchen wir. Das ist einer von Snackys übergroßen Trink-bis-du-platzt-Bechern. Ja. Der ist fast so groß wie mein Kopf. Das machen sie mit Karussellpferdchen, die immer aus der Reihe tanzen. Ich würde auf diesem teuflischen Groschengrab ja reiten, aber mein Hexenschuss bereitet mir Probleme. Gut, dann lassen wir mal... Ich würde auf diesem teuflischen... Auf keinen Fall. Max würde das Pferd zu Schande reiten. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Gut. Wir kommen in diesem netten Laden. Ein Ständer voll illegaler Sam und Max Carbomb-Spiele. Original amerikanische Eingeborenen-Trommeln hergestellt von original koreanischen Eingeborenen. Hoppelreißer, die Feinde eines jeden Karottenzüchters. Ein Regal voller Snacky-Schnickschnack. Ein Regal voller Snacky-Schnickschnack. Ich muss mal auf die Toilette. Können wir gleich. Nee. Ich muss mal auf die Toilette. Ist gut, dass Sam das schon anspricht. Dass Max das schon anspricht. Genau, die da brauche ich wahrscheinlich, oder? Eine Schachtel mit Pekanuss-Pralinen. Genau, die hat nämlich der Maulwurf gefordert.
der da vor der Tür. Muss mal auf die Toilette. Entschuldigen Sie mich. Entschuldigen Sie mich. What? Wenn ich Sie so ansehe, dann erinnert mich das an... Ich will Waffeln, mehr Waffeln. Ich muss mal auf die Toilette. Ja. Bist du hier angestellt? Ich wünschte, es wäre so. Aber ich müsste erst weitere 6 Jahre bei Snacky U studieren, um hier selbstständig arbeiten zu dürfen. Aber genug von mir. Was kann ich für euch tun? Ja. Was ist Snacky U? Jetzt kommt ein langer Vortrag, Sam. Ich bin froh, dass ihr gefragt habt. Snacky U ist das, wo alle Snacky-Studenten hingeschickt werden, um die Vorteile, die Nachteile, die Höhen, die Tiefen, das Drunter und das Drüber des schillernden gastronomischen und kulturellen Phänomens zu erlernen, das Snacky darstellt. Faszinierend. Nein, ist es nicht. Aber es heitert ihn auf. Bei Snacky U lernen wir in Intensivkursen alles über Brötchen schneiden, den richtigen Knopf für die Limonaden zu drücken und das Allerwichtigste, das Öffnen von Gewürzgurkengläsern. Ich wusste gar nicht, dass ihr so streng und hart trainiert werdet. Hey, ich kann jedes Glas in diesem Land öffnen. Cool. Ja, nein, ist es nicht. Da spricht er was Wichtiges an. Wie kann ich all mein Snacky U Training für euch zum Einsatz bringen? Au, ich rieche Bratenfett. Spatenfett? In unserer Küche tunken wir die Kühe immer frisch ins brutzelnde Öl. So, was kann ich für euch tun? Bist du sicher, dass Snacky U nicht in der Bowling-Koalition ist? Absolut. Nun, was kann ich für euch tun? Tolle Sprüche, oder? Was weißt du über Yetis? Nur, was ich in Bild am Sonntag über sie gelesen habe. Oh, die Bild am Sonst Sonntag. Sonst noch was? Ja. Ich würde das hier gerne kaufen. Habt ihr Geld dabei? Natürlich, hier. Ist das alles oder kommt noch etwas dazu? Ich hätte gerne noch diesen ekligen Pika-Nuss-Süßkram. Sonst noch etwas? Was ist das hier? Eine Schachtel mit Snackys weltberühmten Pika-Nuss-Pralinen. Geliebt von allen Fernsehsüchtigen in der ganzen Welt. Sonst noch etwas? Ja, öffne mal das für mich. Können Sie das hier für uns öffnen? Sicher. Das Glas, das ich nicht öffnen kann, muss erst gefertigt werden. Haben wir uns zwar nicht angeguckt. Kann ich ansonsten noch was für euch tun? Haben wir uns zwar nicht angeguckt, aber das Glas war eben so verschlossen, dass wir es selber nicht öffnen konnten. Mein kleiner Freund muss mal die Örtlichkeiten benutzen. Scheiß auf die Örtlichkeiten, ich brauche ein Klo! Sie sind auf der Rückseite. Hier ist der Schlüssel. Das ist ja eine schrecklich große Feile am Schlüsselbund. Gibt es kein Toilettenpapier mehr? Nein. Wir hatten Probleme mit Gaunern, die unsere Toilettenschlüssel geklaut haben. Es sind die saubersten in der ganzen Umgebung. Die Schlüssel? Die Toiletten. Brauchst du Hilfe, kleiner Freund? Ich glaube, das schaffe ich auch alleine, Sam. Nun, was kann ich sonst noch für euch tun? Ja, nichts mehr. Wir müssen jetzt raus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. So, wir müssen nämlich jetzt gehen. Sam. Max. Max, ja. Bist du genauso verwirrt wie ich? Sogar noch mehr. Ja. Ich glaube, wir sollten die Pfeile behalten. Wahrscheinlich hast du recht. Niemand verdient dermaßen saubere Klos. Genau. Warum heißt dieses Spiel überhaupt Carbomb? Damit man uns vor Gericht nicht die Hosen ausziehen kann. Aber du trägst doch gar keine. Erinnere mich bloß nicht. Dieser Conroy Bumpus macht mich richtig betroffen. Keine Sorge, Sam. Wir werden den Boden mit seinem billigen Toupet wischen.
Ich frage mich, wo Trixie ist. Es schaudert mich bei dem Gedanken an die Demütigungen, die sie von diesem Vieh erleiden muss, diesem Bruno. Ich frage mich, wo Bruno ist. Ich frage mich noch immer, wo ich bin, Sam. Ja. Du siehst gesund und rüstig aus, Kleiner. Ich bin kaffeesüchtig, Sam. Um das nochmal zu machen. Nun, das war's. So, wir haben jetzt... ein tragbares Carbomb-Spiel. Ja. Eine Feile. Eine Schachtel mit Pika-Nuss-Pralinen. Jesse James, abgetrennte Hand. Und das ist mein kleiner Kumpel, bereit zur Tat. Jesse James, abgetrennte Hand. Und sie zuckt noch. Ach ja. Es ist ein starker Kühlschrankmagnet, auf dessen einer Seite... diese Dinge kann man... So, packen wir mal Max wieder hier hin, wo er hingehört. Und dann würde ich sagen, ist es mal an der Zeit zu speichern. Das ist LP, einfach nur Let's Play. Wir müssen keine mehreren Spielstände anlegen. So, Let's Play. Und dann müsste der Spielstand da sein, genau. Gut. Das heißt, wir machen jetzt erstmal einen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Also, falls ihr noch zuschauen wollt, dann bis gleich.